Wird der Krankenkassen- und Pflegebeitrag vom EM-Rentenzuschlag bis 7,5% abgezogen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja zum Thema EM-Rentenzuschlag bis 7,5% ganz, ganz viel geschrieben, viele Videos gedreht und haben uns da letzten Endes auch, haben da also letzten Endes auch ganz, ganz viel veröffentlicht, meine Damen und Herren. Unter anderem habe ich am 11. August 2024 einen Beitrag zum Thema Krankenkassenbeitrag und Rentenzuschlag geschrieben. Und ich möchte dieses Video nochmal aufnehmen zu diesem Thema, weil es da nämlich eine kleine, aber böse Falle geben kann für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, sondern, Entschuldigung, die zwar gesetzlich krankenversichert sind, die aber nicht als pflichtversicherte Rentner gelten, sondern freiwillig gesetzlich versichert sind. Das heißt also die sogenannten freiwilligen Selbstzahler. Jetzt mal noch ganz kurz allgemein zu dieser Frage. Wird von dem Rentenzuschlag bis 7,5%, wo Sie einen Bescheid bekommen haben, der Ihnen quasi dann als zweite Rentenzahlung monatlich zwischen dem 10. Juli oder zwischen dem 10. eines Monats und dem 20. eines Monats ausgezahlt wird, wird davon nochmal ein Kranken- und Pflegebeitrag abgezogen? Nein, meine Damen und Herren, Sie müssen da nichts machen, in keinster Weise. Sie kriegen diesen Beitrag als oder Sie kriegen diesen Zuschuss, diesen Zuschlag als Netto Zuschlag ausgezahlt. Die Rentenversicherung führt hier pauschale Beiträge an Ihre gesetzliche Krankenversicherung ab. Das heißt also, Sie müssen da in keinster Weise Befürchtungen haben. Also von dem Zuschlag selbst wird nichts mehr abgezogen. Das betrifft aber grundsätzlich nur die pflichtversicherten Rentnerinnen und Rentner, die also zum Beispiel aufgrund Rentenbezugs in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert sind oder aufgrund eines anderen Pflichtversicherungstatbestandes nach dem SGB V. Aber, meine Damen und Herren, alle diejenigen von Ihnen, die freiwillig gesetzlich in der Krankenversicherung versichert sind, die müssen höllisch aufpassen. Der Rentenzuschlag ist eine Rentenleistung. Er erhöht Ihre monatliche Rente. Auch wenn die Rentenleistung, also der Zuschlag und die monatliche Rente extra gezahlt werden, es ist de facto rechnerisch eine Rentenleistung, meine Damen und Herren. Und alle freiwilligen Selbstzahler, die können sich darauf gefasst machen, dass ihre Krankenversicherung, bei der sie versichert sind, sehr wohl auf diesen Rentenzuschlag insgesamt mit der Zusammenrechnung der Rente einen Krankenkassenbeitrag nach § 240 SGB V erheben werden. Das würde also bedeuten, wenn Sie das nicht Ihrer Krankenkasse melden, dass Sie dann irgendwann mal das spitz kriegt und dann dürften Sie hier eine entsprechende Beitragsforderung bekommen und zwar auch rückwirkend. Denn Sie sind verpflichtet gegenüber der Krankenversicherung, das auf jeden Fall zu melden. Also ich kann Ihnen nur mitteilen, allen freiwilligen Selbstzahlern, bitte nicht den Pflichtversicherten, sondern den freiwilligen Selbstzahlern, bitte melden Sie Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, dass Sie diesen Zuschlag bis 7,5% bekommen. Wenn Sie ihn denn wirklich bekommen, dann sollten Sie das wirklich Ihrer Krankenversicherung melden und die wird Ihnen dann schon erläutern und klären, möglicherweise mittels eines Bescheides, ob Sie dann höhere Krankenkassenbeiträge als freiwillige Selbstzahler leisten müssen. Das ist die Rechtslage, die ist da relativ eindeutig. Meine Damen und Herren, ich gehe auch davon aus, dass der Zuschuss zu Ihrer Krankenversicherung sich aufgrund der Zahlung dieses Rentenzuschlags erhöhen müsste. Aber auch das sollten Sie bitte nochmal mit Ihrer Rentenversicherung abklären. Das gilt natürlich nur für diejenigen, die entweder freiwillig gesetzlich versichert sind oder die als Rentner privat krankenversichert sind. Also, meine Damen und Herren, Sie merken sich, der normale pflichtversicherte Rentner oder Rentnerin muss keine Befürchtung haben, der vom Rentenzuschlag bis 7,5% wird kein Krankenkassenbeitrag und Pflegebeitrag abgezogen. Aber alle diejenigen, die freiwillig gesetzlich versichert sind, die müssen davon ausgehen, dass sie dann höhere Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müssen. Natürlich gilt auch immer hier der Grundsatz, wenn Sie schon Beiträge aufgrund Renteneinkommens und anderer Einkommen als freiwillige Selbstzahler bis zur Beitragsbemessungsgrenze haben, dann können Sie zwar gerne das der Krankenversicherung melden, aber dann wird hieraus nicht nochmal ein zusätzlicher
Beitrag erhoben werden. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Vorsicht, Falle für freiwillige Beitragszahler. Bitte aufpassen, hier Ihrer Krankenversicherung den Rentenzuschlag melden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.